Heino ist einer der ganz großen Schlagerstars. Seit vielen Jahren begeistert er seine Fans mit tollen Hits. Der Erfolg des Sängers ist auch darauf zurückzuführen, dass er sich immer mutig neuen Herausforderungen gestellt hat. Schon in jungen Jahren musste sich Heino gegen viele Kritiker durchsetzen. In einem Statement, das Promipool vorliegt, erinnert sich Heino an den Beginn seiner Karriere im Jahr 1965. Da hat man schon damals gesagt, da kommt ein blonder Sänger, der hat blaue Augen, züchtet Schäferhunde, das muss einer sein. Der damals Mitte 20-Jährige musste mit diesen Vorurteilen zurechtkommen. Aber ich habe mich nicht beirren lassen von all den Medien, die negativ über mich geschrieben haben, sagt Heino. Ich habe weitergesungen bis zum heutigen Tag, verkündet der Schlagerstar stolz.